Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nicht mit einer Messervorstellung, sondern wir versuchen uns mal an Teil 2 einer Lach- und Sachgeschichte. Heute zum Thema Verschlüsse. Gute Unterhaltung. Hallo liebe Messerfreunde. Nachdem wir zuletzt geschaut haben, auf welche Art und Weise man ein Messer öffnen kann, müssen wir heute mal schauen, wie man es wieder schließt. Klingt komisch, ist aber so. Ja, da nehmen wir gleich das erste. Da haben wir hier Victorinox. Das geht ganz einfach, hat keinen Verschluss. Und das ist aber nicht bei allen Messern so. Nehmen wir zum Beispiel das. Da kann man kräftig würgen, tut sich nichts. Aber der Blick zeigt, da wird was blockiert. A, das kann man beiseite schieben. Das nennt man Liner Lock. Sehr schön. Haben wir das Messer geschlossen. Ja, wunderbar. Das geht aber noch ganz anders. Dann haben wir hier noch ein großes aufgeklappt. Versuchen wir mal zu schließen. Ah, würgen geht gar nicht. Kommen wir nach unten. Sieht aus wie ein Lock, ist aber ein bisschen anders. Da bremst der Rahmen mit. Das nennt man Frame Lock. Ja, wunderbar. Haben wir es zusammengeklappt. Dann gibt es noch was Schönes. Wir nehmen mal das Messer hier. Ah, das sieht ein bisschen komisch aus am Ende. Dieser Verschluss heißt Backlock. Drücken wir drauf, können wir das Messer zuklappen. Wunderbar. Manchmal sieht der Backlock auch noch ein bisschen anders aus. Wie hier beim Otter Mercator. Draufdrücken, Klinge einklappen. Wunderbar. So, und dann gibt es noch was. Das hier nennt sich, ja, ein Messer, man kriegt es nicht zu. Unten kein Liner, kein Frame Lock. Na sowas, sieht aus wie ein Slip Joint, ist aber keiner. Aber es ist ein Access Lock. Das heißt, wir ziehen das hier zurück und wir können die Klinge einklappen. Ganz einfach, wenn man es weiß. Und dann gibt es noch das Grip Lock. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja.